Ist das alles langweilig da? Da. Was bist du denn? Ey! Wo bist du denn hin, hä? Was ist? Du musst ja wohl nicht etwa rausgehen. Gerade jetzt in den komischen Zeiten. Obwohl das alles so gefährlich ist da draußen. Ne? Weil sonst bist du sofort ein Massenmörder. Du musst nur die Tür rausgehen und dann... Ne? Verantwortlich für viele, viele, viele Tote. Willst du das wirklich für dich verantworten? Jetzt komm. Bist du dir da ganz sicher? Jetzt gehe ich los. Spazieren geht, alle frische Luft ist nämlich gesund. Warte. Was? Hier. Bleib drin. Du hast mich überredet. Ach, was soll's. Ich gehe auch sonst nicht so oft spazieren. Was haben wir denn da? Ach ja, von Franziska. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, genau. Beruhigt, ja, ja. Ja, viel Spaß. Ja, gut. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, überraschenderweise hat mich hier ein Paket erreicht heute, bevor ich das aber zeige und da ein bisschen ja, mit euch zusammen auspackt. Ne? Erstmal ein kleines Dankeschön an den Jan. Jetzt schauen ziemlich viele Jans zu, ne? Aber er wird wissen, wer gemeint ist. Derjenige hier welche. Er hat sehr aufmerksam mein CD-Review zum aktuellen Album der Band Wolf geschaut und hat sich gedacht, Mensch, ich tue dem Tommy mal wieder was Gutes, hat mich auch angeschrieben auf Facebook deswegen und mir das letzte Album von Wolf bestellt. Devil Seed, die ja sehr schlecht sein soll, gemessen an anderen Wolf-Alben, angeblich, wenn man denn so die Reviews auf Metal Archives glaubt, ja. Aber ich mache mir meistens gerne selbst ein Bild. Ich habe es schon sehr, 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 sehr oft gehabt, dass Alben, die sehr schlecht abgeschnitten sind, mir persönlich dann fast besser gefallen haben als der ganze Rest. Ich habe wohl einen eigenartigen Geschmack. Hier ist auf jeden Fall der Song Shark Attack drauf, den ich absolut geil finde. Da gibt es auch ein Musikvideo zu. Alleine dafür hat sich das Ding schon gelohnt. Vielen lieben Dank dafür, dass du mir das Ding gekauft hast. Ist ja nichts Selbstverständliches, ne? Und das finde ich natürlich immer sehr lieb, sowas. Meine Meinung zu dem gesamten Album werde ich auf jeden Fall auch noch äußern. Ich werde nämlich auch demnächst irgendwann mal wieder dieses Format aufnehmen. Wie hieß es nochmal? Ja, genau. Dieses Feedbacks-mäßige, nur mit CDs. Ja, ich will wieder ein bisschen mehr Mucke hören in nächster Zeit vielleicht. Aber da geht es dann jetzt nicht drum. Jetzt geht es erstmal um dieses Paket hier. Ja, und das packen wir jetzt aus. Mir wurde schon gespoilert, hier ist was Wertvolles drin und hier ist wohl eine Sache drin, über die ich mich wohl, keine Ahnung, sehr freuen werde. Muss ich hier wirklich schneiden? Hier ist ja gar keine Paketöffnung. Wo muss ich denn hier, wie macht man denn das Paket überhaupt auf? Gibt es Kartons, die komplett geschlossen sind? What the fuck? Oder muss ich hier oben oder unten? Oder wo muss ich hier bei? Was ist das denn für ein Karton? Wie geht denn das? Hier muss ich hier? Aha, ich glaube, ich muss hier. Ja, sehr seltsam. Ist das so ein, wie so ein, oder ist das jetzt hier, oh, der Boden, das ist der Boden, das ist, ach, das ist hier so ein Schnapsbuddelkarton, den muss ich hier aufschneiden, so.
Gut, also da ist irgendwas Wertvolles drin und da ist irgendwie so auch ein Film drin. Franziska hat mir geschrieben, sie passt ja an meinen Videos auf, deswegen weiß sie, eine Sache ist dabei, über die ich mich wohl sehr freuen werde. Ich habe keine Ahnung, wir werden auch noch mal schauen. So, noch einmal oben rüber. Ja, natürlich nicht daneben schneiden, voll Idiot. So, ich glaube, dann haben wir es. Dann weiß man zur Seite. Gut, also. Gut, ihr könnt euch das ja so hier vor mir herstellen und dann hier immer runtergreifen, was ja mal ganz was Neues. Als erstes haben wir hier Postkarten, und zwar gleich zwei, drei Stück. Herzklopfende Grüße, klopf, klopf, der Frühling ist da und frohe Ostern. Unbeschriftete Postkarten. Ich verschicke noch irgendwer Postkarten, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wem ich die schicken soll. Aber vielleicht hat man eine Süße dafür Verwendung. Die hat nämlich sehr viele oldschoolige Menschen in ihrer Freundesliste. Vielleicht kann sie damit was anfangen. Es sind ja nette Karten hier mit Vögelchen drauf. Necht, ein Specht und was ist das hier? Keine Ahnung, ich habe da keine Ahnung von. Und Blumen, klar, so Blumen. Nee. Ja. Osterglocken oder was ist das? Osterblumen halt. Ach, was ich. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Zeitung zum Lesen auf Klo. Ne? Man geht ja derzeit viel auf Klo. Bei der Menge an Klopapier, die man sich so kauft. Nicht. So, ja. Und dann geht das hier auch los. Hier haben wir noch ein bisschen Pappzeugs. Und dann nehmen wir mal den ersten hoch hier. Was ist das denn? Das ist Stephen Kings Thinner, der Fluch. Meiner Meinung nach eine der most underratedsten und besten Stephen King-Verfilmungen. Okay, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja. Aber der Film ist mega. Ja, wenn ich hier manchmal so im Schatten bin wie jetzt gerade, liegt es daran, dass die Sonne halt scheint und ich habe jetzt hier nicht. Ich igel mich hier jetzt nicht ein, lass die ganze Rollos und so runter. Ja, den habe ich leider schon. Ich bin ja, ich sammle ja die ganzen King-Filme. Was ist das jetzt hier? Ist das das Wertvolle? Ein Stück Klopapier. Ja, das hänge ich mir an die Wand, das rahme ich mir ein. Das ist ja mittlerweile schon extrem selten sowas, ne? Ja, guter Witz. Dann kommen wir zum nächsten Dingsbums. Was ist das? Game of Thrones, die komplette vierte Staffel. All Men Must Die. Was soll das denn? Naja, okay, gut. Ja, ich habe mit Game of Thrones nichts an Hut. Da gucke ich dann mal, ob da mein Vater was mit anfangen kann. Der mag das ja. Ich wurde damit nie warm. Ich habe immer mal reingeschaltet, wenn es im Fernsehen lief. Ja, alte Männer stehen in großen Burgen und reden politischen Quatsch. Ja, und dann weiß ich natürlich auch, dass jedes Mal, wenn ein sympathischer Held auftaucht, er wenige Episoden später einen grauenvollen Tod stirbt, damit es ja keine Helden gibt. Und außerdem sollen sie ja das Ende komplett gegen die Wand gefahren haben. Ja, habe ich Lust, das zu gucken? Nein. Was haben wir hier noch? Nochmal Game of Thrones? Ja, natürlich. Und zwar die komplette dritte Staffel. Ja, ich gebe die an meinen Vater weiter, der kann damit sicher was anfangen. Vielleicht kann er damit seine Rente ein bisschen aufbessern. Und ich bekomme dann von ihm vielleicht was im Tausch, ne? Gucken wir mal. Ah, jetzt sehe ich das, worüber ich mich wohl sehr freuen werde schon. Kann ich ja direkt mal rausziehen. Loriot, die vollständige Fernseh-Edition. Das ist extrem geil. Ich bin nämlich großer Loriot-Fan und ich hatte mal, ich weiß nicht, ob ich dieselbe Box hatte. Ich glaube nicht. Ich hatte, glaube ich, so ein Ding, wo die ganzen Filme auch mit drin waren. Ich weiß nicht, ob die hier auch mit drin sind. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht. Nur das Cartoon, Geburtstage und vieles mehr. Ich glaube, es sind nur diese ganzen Fernsehsachen, die ausgestrahlt wurden. Diese sketchartigen Geschichten und die ganzen Geburtstage und Sondersendungen. Meine Nase läuft. Wir waren jetzt im Garten, was eine Katastrophe war. Davon wisst ihr mehr, wenn ihr mir auf Facebook folgt. Ja. Und gleich Pollen, gleich die Nase wieder, Schnupfen hoch 10. Aber wirklich, ich habe die ganze letzte Nacht Schnupfen gehabt, wie blöder. Vielleicht habe ich auch Corona, ich weiß natürlich nicht. So, also da freue ich mich natürlich sehr drüber. Vielen, vielen lieben Dank, ist richtig geil. Da kann ich das nochmal wieder gucken und vor allem auch mit meiner Süßen zusammen. Wenn man da mal abends zusammensitzt und dann sich ein bisschen langweilt oder so, dann hat man dann was Schönes zu gucken, weil die mag den auch sehr. Muss ich mir die beiden Filme noch irgendwann zulegen. Wenn die hier nicht drin sind, ich muss nochmal recherchieren. Und dann habe ich alles von dem, weil die waren im Fernsehen, die Filme. Jedenfalls den einen haben wir gesehen, Papa Ante Portas, großartig. Ich habe diesen Film als Kind nie verstanden. Jetzt als Erwachsener wirkt der Film komplett anders. Das ist faszinierend, den Film nochmal zu gucken. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Pappe. Dann haben wir hier Game of Thrones, die komplette zweite Staffel. Ich mache mal hier mit zweiten Stapel. Dann haben wir hier Game of Thrones, ja, die komplette erste Staffel. Ich meine, gut, da könnte ich es ja jetzt eigentlich gucken, weil da habe ich ja wohl alle Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Oh, da ist das Wertvolle. Jetzt habe ich das Wertvolle gefunden. Ne? Hier, Gruß an meine Hater. Ne? Ich arbeite weiterhin dabei, daran, für euch konstant die Optik zu behalten, damit ihr mich weiter hassen könnt. Ne? Der Auftrag geht weiter. So, dann habe ich hier als nächstes, was ist das denn? Die Zurück in die Zukunft Trilogie, 3-Disc-Collection.
Hier in so einer komischen, habe ich noch nie gesehen, diese Box. Ich habe den ja, ich glaube, auf Blu-ray. Die drei hat Blu-ray. Oh, sind noch alle drei drin. Ja. Okay. Guck ich dann auch mal. Kann mein Vater wahrscheinlich gewollt. Wie gesagt, ich habe die ja auch leider schon. Genauso wie den hier. Hellboy! Ist das der erste oder ist das der zweite? Ich glaube, das ist der erste, ne? Ich glaube, das ist was Schönes da drauf, dass da eine DVD drin ist. Oder ist das aus einem Schuber und das ist die erste DVD oder was ist damit gemeint? Na, ist ja auch egal. Habe ich leider auch schon. Dann haben wir als nächstes, oh ja, den habe ich auch schon. Der steht bei meiner Süßen, weil sie den besser findet als ich. Den Simpsons-Film, ja, der steht bei meiner Süßen. Auch, kann man sich eigentlich auch mal wieder angucken, aber der war schon so oft im Fernsehen. Ich kenne ihn in- und auswendig, den Film einfach. Dann haben wir hier als nächstes, was? Oh mein Gott. The Artist. Toll, großartiger Film. Nicht, überhaupt nicht meine Richtung, überhaupt nicht mein Film. Ich habe auch nie verstanden, warum das Ding 3 Oscars oder noch mehr bekommen, 5 Oscars bekommen hat und 3 Golden Globes, so war's, genau. Ja, ein Stummfilm in der heutigen Zeit, ne? Also warum muss man sowas nochmal machen? Ich weiß nicht, ja, du hast ja keine Ahnung von Filmkunst. Glaube ich auch nie behauptet. Dann haben wir hier noch Unbreakable, Unzerbrechlich, habe ich auch schon. Von M. Night Shyamalala Ding Dong, ja. Mein Lieblings M. Night Shyamalala Ding Dong Film. Immer noch, ja. Schade, ich habe den dritten Teil davon nie gesehen. Es gibt ja noch Split, das ist ja der zweite Teil, wenn man so will, ja. Und dann gibt es eben noch den dritten. Wie hieß der noch? Glass, ja. Und ich weiß halt, wie der endet. Mein Vater hat den gesehen, er hat gesagt, ja, er mag die Filme alle nicht, die sind ihm alle zu ruhig, aber er hat sie halt wegen den Stars dann doch geguckt, ja. Und dann auch den dritten natürlich und hat mir gesagt, Alter, die haben das am Ende so an die Wand gefahren. Verschon dich selbst damit, hat er zu mir gesagt. Und wenn mein Vater sowas sagt, dann ist das in der Regel auch so. Oh, das ist cool, den habe ich nämlich noch nischt. Ironclad, ein ziemlich guter, düsterer, schmutziger Ritterfilm, ja. Das ist gut, da freue ich mich. Kann man ja gut nochmal gucken, wenn ich mal wieder Bock auf Ritterfilme habe. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, noch ein paar Blu-rays oder was ist das hier? Das sieht auf jeden Fall nach einem Steelbook aus. Und zwar, was? Tommy Lee Jones und Hilary Swank in The Horseman. Man. Vielleicht gar nicht, habe ich noch nie von gehört. Tommy Lee Jones Western oder was ist das? Der bittere Traum von Freiheit. Aha, okay. Ja, mal schauen, was das ist, ne? So, dann haben wir hier Terminator Genesis mit Y, das ist ja dieser Zeitreise-Quatsch, ne? Obwohl er immer noch, zumindest ist er immer noch unterhaltsam und es wird hier nicht mit irgendwelchen Agendas falsch um sich geworfen. Aber naja, oder ist das der, nee, es ist doch nicht der Zeitreise-Film hier, oder? Nee, oder doch, oder nicht? Ich hab keine Ahnung mehr. Wie heißt denn der neue da? Dawn irgendwas, ne? Dawn of Babes, glaube ich, heißt der, ne? Ja. Den habe ich, glaube ich, schon, aber nur in DVD, glaube ich, habe ich den. Muss ich gleich mal gucken. Dann haben wir hier als nächstes, nicht umgefallen. End of Watch. Ist das nicht eine Serie? Ist das ein Film? Jack Gyllenhaal. Kenne ich, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Kenn ich den? Kenn ich nicht. Action-Spezialist David Ayer von Training Day liefert mit End of Watch einen packenden LA-Thriller, der durch die innovative Erzählstil und mit fulminanten Darstellern glänzt. Action-Spezialist David Ayer, Training Day. Training Day ist doch kein Actionfilm, es ist ein Drama, es ist ein Crime-Drama, ein Cop-Drama. Ja, naja, gut. So, dann kommen wir als nächstes zu, ja, ich hatte es hier zum 3795. Mal, Batman Dark Knight Rises. So, und dann haben wir hier noch, oh, was ist das? Ah ja, nochmal ein bisschen was Leckeres. Karton ist leer, den kann ich ja vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Ach, Vampire von Haribo. Ja, die mache ich aber dann auch ganz gerne. Das Gute an sowas hier ist, davon schaffe ich nie eine ganze Tüte. Da wird mir schlecht. Dieses Gummizeug, das schaffe ich nie. Da greifst du einmal rein und dann reicht das auch für einen Abend. Weiß nicht, warum das bei mir so ist. Mir wird ja sonst übel, wenn ich da mehr von esse. Ganz komisch. Das brauche ich auch so. Das ist Haribo, ist doch so total lecker angeblich. Kann doch nicht von schlecht werden. Auch Gummibärchen wird mir von schlecht, wenn ich mir davon zu viel reinhaue. So, ja, das war's dann. Oh, ich bin total begeistert. ja, ah, jetzt blendet es. Gut, ich bin gespannt. Ich hatte ja ein bisschen Reaktion von euch auf mein letztes Video, wo ich da so ein bisschen Quatsch einfach nur geredet habe, um euch einfach ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Wo ich dann auch gesagt habe, dass ich derzeit scheiße finde, dass nichts per Post kommt. Ja, und dann, ne, dann kommt hier heute die Wolf per Post, ne? Ich großmauliges Arschloch, ja. Da kann man ja vielleicht doch darauf hoffen, dass noch das ein oder andere Bestellte die Tage ankommt. Ich habe nämlich schon wieder was bestellt. Das wollte ich eigentlich vorbestellt haben, hatte ich aber einfach noch nicht. Und dann, das fiel mir gestern auf, als ich in meiner Liste mit den CDs guckte, die dieses Jahr noch so kommen. Weil ich da was eintrogen wollte, was neu kommt, demnächst, wo ich rausgefunden habe.
Und dann sage ich da, oh, das, die hast du noch nicht vorbestellt, die hast du auch noch nicht vorbestellt, dann mach das mal langsam mal, weil die eine ist ja sogar schon draußen. Mal gucken, vielleicht kommt ja die Tage dann doch nochmal was zum Reviewen raus. An, nicht raus. Ja, gut. So, ihr werdet es dann ja sehen. Schatten, kein Schatten. Schatten, kein Schatten. Ja, ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schatten. Ja, zu dem Thema Garten. Das ist alles zu erzählen, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe keine Lust drauf, ist alles nett leidig. Für die, die mich da verfolgen und die wissen, was da abgeht, kann ich ja vielleicht ein Update noch geben. Ja, also ich kann es ja kurz erzählen. Meine Süße, die ist ja Pächterin des Gartens und sie hat auch den grünen Daumen. Das heißt, sie ist diejenige, die da am meisten im Garten macht. Ich helfe natürlich wie und wo ich kann. Körperlich ist das jetzt natürlich aktuell vor allen Dingen ein bisschen schwer. Ne? Auch letztes Jahr hatte ich da so, naja, da hatte ich ja noch mehr Schwierigkeiten als heute. Mittlerweile geht es ja ein bisschen besser. Ja, und aber ich, so richtig Gartenarbeit könnte ich jetzt nicht machen. Ja, aber ich versuche halt, was ich kann. So, und wir haben, als wir den Garten vor Jahren übernommen haben, war da immer schon eine große Haselnuss drin. Weiß nicht, ist das ein Busch, ist das ein Baum, wie sagt man denn dazu, ja? Also, ich glaube, es ist ein kleiner Baum oder so. Auf jeden Fall wucherte das Ding richtig. Und hat dann auch ganz schön viel Licht, den Pflanzen an kleineren Pflanzen Licht weggewuchert. Deswegen wollten wir die ein bisschen ausgedünnt haben. Dafür fehlt uns aber A, das technische Gerät. Und B, naja, meine Süße ist halt so ein kleiner Hobbit, ja? Und ich selbst mit meinen derzeitigen Handicaps traue ich mich nicht mit der Kettensäge in der Hand im Garten rumzuspringen. Ja, und deswegen haben sie halt eben den aktuellen Obmann gebeten, dass der vielleicht mal zusammen mit meiner Süßen reingeht, sich das anguckt. Das hat er auch getan. Und dann wurde halt abgesprochen, dass sie mit ihm sich mal irgendwie ein Date macht sozusagen, ein Gartendate, ja, und dass er ihr dann so hilft und sie das Ganze ein bisschen dabei ist und dann guckt, ne. Ja, und jetzt waren wir halt nach dem Herbst und Winter wieder im Garten, mal gucken, wie es dann aussieht, denn wir haben zu hören bekommen von einigen anderen Leuten, die im Garten ein bisschen aktiver sind als wir. In der kälteren Jahreszeit aktiver, wollte ich damit jetzt natürlich sagen, ja, dass der da einfach auf eigene Faust bei uns in den Garten gegangen ist, indem er die Gartenpforte ausgehebelt hat, um sich schon mal um die Haselnuss zu kümmern. Das fanden wir erstmal ziemlich scheiße, allererseits, naja gut, okay, wenn er sich um die Haselnuss nur gekümmert hat, indem er gegangen ist, dann ist das ja, naja, gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und als wir dann gestern im Garten waren, das war eine bodenlose Frechheit und eine einzigartige Katastrophe. Er hat nicht nur die Haselnuss runtergeschnitten, er hat sie komplett runtergeschnitten und die Hauptwurzel gesplittet mit der Kettensäge, also zerstört, dass die nicht mehr hochkommen kann, die Haselnuss. Wir haben unsere Haselnuss aber geliebt, weil wir hatten jedes Jahr immer ein paar Haselnüsse zu Weihnachten. Ja, das war schön, eigene Haselnüsse mal zu essen und nicht die Scheiße aus dem Supermarkt. Das können wir dann jetzt in Zukunft mal vergessen, wenn die nicht wieder hochkommen, und sie wird wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Direkt am Eingang unseres Gartens hatten wir einen Flieder, der war zwar ein bisschen erkrankt, der hätte vielleicht auch hier und da ein bisschen gestutzt werden müssen, aber es ist verdammt nochmal ein Fliederbaum. Unser Fliederbaum, und den hat er auch komplett gekappt und auch die Wurzel gekillt. Ja. Dabei hat er die kompletten Beettrenner zertreten und kaputt gemacht, die da so, meine Süße da so eingearbeitet hat in das Beet, das hinter dieser Flieder stand. Die ganzen Teile lagen da so an die Seite geschmissen, ja. Denn irgendwie das ganze Holz von dem ganzen Buschwerk, was er da alles runtergeholzt hat, gegen unseren Willen zum Teil oder zum Großteil, hat er erstens auf die größere Wiesenfläche geschmissen. Das liegt ja nun schon einige Monate. Wir haben ja schon vor Monaten davon gehört, dass das da passiert ist, ja. Die Wiese ist also wahrscheinlich kaputt. Und große Stücke des Holzes hat er auch auf die Pflanzenbeete geschmissen. Die ganzen Blumenbüsche, ich weiß nicht, ich kenne die ganzen Fachnamen, ich müsste es eben meine Süße jetzt fragen. Die sind wahrscheinlich auch kaputt. Ist auch fraglich, ob die wieder hochkommen. Oder ob wir uns da jetzt komplett das Beet nochmal neu bepflanzen müssen und neue Pflanzen verkaufen müssen. Und hast du nicht gesehen. Außerdem haben wir da so eine kleine Grabstätte für unseren damaligen Hund Bronco errichtet. Er ist ja nicht begraben, aber wir haben da so einen kleinen Steinhügel gemacht, so ein bisschen, und dann ein paar Pflanzen gepflanzt und so im Gedenken an ihn, so, ne? Ja, und das sah auch aus, als wäre ein Auto drüber gefahren halbwegs, ja? Und die Pflanzen da waren da auch ringsherum alle zerstört, ja? Also das geht einfach gar nicht. Und bevor wir einen Herzinfarkt bekamen, haben wir gesagt, komm, wir müssen jetzt wieder raus. Meine Süße stand daneben, die hat Rotz und Wasser geheult, und so weit muss man meine Süße erstmal kriegen. Die ist nämlich alles, aber nicht nah am Wasser gebaut. Wirklich. Normalerweise muss schon jemand sterben, damit die mal Tränen vergießt, ja. Und da sind da jetzt wirklich zwei von uns sehr geliebte Pflanzen zum Beispiel gestorben, diese Haselnuss und die Flieder und natürlich die ganzen zahlreichen kleinen Dinger, ne? Ja, also Sachbeschädigung, kann man nicht anders sagen. So, und das haben wir jetzt dann, ich habe dann wütend einen Facebook-Post gemacht und nochmal auf die Eggernförder-Facebook-Gruppenseite da was gepostet, um das publik zu machen, ja. Meine Süße hat eine sehr gut verfasste, ich weiß nicht, ob ich wortgewandt bin, aber die Mail, die sie mir da gezeigt hat, die hätte ich so nicht hingekriegt, wahrscheinlich auch wegen meiner Wut, ja.
Also sie war wirklich dann eher so, dass die erschüttert weinende und ich war Hulk. Also wäre mir der Obmann über den Weg gelaufen, ich weiß nicht, wie der aussieht. Oder, ja, ich wusste es nicht, ja. Aber der hätte mir nicht begegnen dürfen. Ja, hätte der jetzt da, wäre der jetzt aufgelaufen da, ja, als wir da rumgeschrien haben oder ich vielmehr oder meine Süße laut geheult hat. Und er hätte sich zu erkennen gegeben, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ganz ehrlich. Ich war seit... Wie lange sind meine Vlogs her, in denen ich das mal erzählt habe? Wie lange ist die Zeit her, in der ich so viel gesoffen habe? Ja, ich war seit meiner damaligen Zeit, das Ganze mit dem ganzen Selbsthass und mit den ganzen Schlägereien, die ich damals und sowas hatte, ja, mit dem Rotsehen immer, ja, nicht mehr auf diesem Level, aber ich war so kurz davor, Rot zu sehen und rauszufinden, wo sich der befindet und einen auf 69 Hours Taken zu machen oder so. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Das ist natürlich nur geredet, macht man am Ende ja dann doch nicht. So, sie hat auf jeden Fall eine sehr gute Mail an den Vorstand verfasst und da wurde auch darauf reagiert. Meine Süße hat heute da mit einer Dame gesprochen, die da sehr viel zu sagen hat wohl. Und die werden sich jetzt auch um alles kümmern. Das wird natürlich auch Konsequenzen für den guten Obmann haben. Soweit ich das rausgehört habe, ist das auch nicht das einzige Problem mit dem. Da sind wohl einige andere Leute angeeckt mit dem. Ich habe jetzt auch Kontakt zu einer sehr lieben Dame bekommen, die mich angeschrieben hat in PN-Form auf Facebook. Die hat auch einen Garten da in der Siedlung und offenbar ist sie und ihr Partner auch Metal-Hörerin. Die haben wohl eine EMP-Flagge da irgendwie hängen, ist mir noch nie aufgefallen, weil ich bin kein Mensch, der dann viel so rumläuft, nach oben guckt, ja. Aber ist ja egal. Und ja, das vielleicht entsteht da ja sogar noch ein freundschaftlicher Kontakt. Dann könnte man am Ende des Ganzen ja vielleicht sagen, auch wenn alles scheiße war, es hat da auch seine guten Seiten. Aber ich weiß es natürlich noch nicht, was dabei rumkommt. Auf jeden Fall ist schon verabredet, dass wir vielleicht mal zusammen, wenn alles wieder gut ist, mal ein bisschen Wurst auf den Grill schmeißen und ein kaltes Bierchen zusammen trinken und ein bisschen quatschen vielleicht. Ja, und das finde ich eine gute Sache, das ist ja schon mal nicht schlecht, sowas, ne? Also versuchen wir das mal alles positiv zu sehen, wie irgendwie geht. Auf jeden Fall sind wir nicht alleine mit dem ganzen Scheiß, wie es aussieht. Die sind da sehr hilfsbereit. Ja, und was diesen Obmann angeht. Spare ich mir jetzt einfach mal alle weiteren Worte, ja? Das Einzige, was man abschließend dazu vielleicht auch sagen kann, ist Karma is a bitch, ja? So, gut. Jetzt habt ihr einen aktuellen Stand. Wir haben tatsächlich auch sowas gemacht. Ob wir jetzt den Schritt noch machen, viele haben in den Kommentaren unter den Facebook-Posts, unter den verschiedenen geschrieben, wir sollen zum Anwalt gehen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, mehr oder weniger. Ja, ja, wir wollen ja nur auch keinen Krieg anzetteln. Wir sind ja auch Menschen. Wir sind ja keine fucking Bastarde. Ja, und man will sich ja auch nicht mit allen schlecht stellen und dann da nur jeden Tag in den Garten gehen, wenn man dann mal in den Garten geht und dann von allen schief angeguckt werden, weil wir die großen Meckerpötte sind, die sofort jeden verklagen oder was, ja. Wir sind ja nun ganz anders gestrickt normalerweise, aber das Ding da jetzt im Garten, ja, das ging einfach gar nicht. Dass er da auf eigene Faust einbricht, uns da Pflanzen zerstört und den ganzen Scheiß da, ohne Scheiß, der Turmäste, der da entstanden ist, auf der einen Wiese, wo Walter sonst immer gespielt hat, ist höher als ich, wenn ich daneben stehe. Jetzt könnt ihr in etwa ein Ausmaß euch davon vorstellen, ja. Glücklicherweise hat meine Süße auch direkt vor Ort ein paar Fotos gemacht, sowohl von den zerstörten Wurzeln als auch von diesem Ästeberg, ja, erstmal so spontan. Wenn man ein bisschen was schon mal in der Hand hat, ne? Uff, wir wissen nicht, wie wir das bewältigen sollen, zu zweit da jetzt den ganzen Scheiß wieder rauszukriegen. Ich meine, wir haben es ja auch nicht gemacht. Ja. Na, wir warten einfach mal ab, was da jetzt noch bei rumkommt. Mehr können wir ja nun auch erstmal nicht tun, ne? Aber zwar Anwalt laufen, ja, ich weiß nicht, ob wir das mal machen. Es hängt davon ab, wie jetzt die Reaktion ist, was jetzt dabei rumkommt, ja? Wenn da jetzt jemand sich als sturer Esel erweist oder sogar noch gegen angehen will, ja, dann sind wir ganz schnell beim Anwalt. Das ist auch finanziell für uns kein Problem, jedenfalls für meine Süße nicht. Die kriegt das dann schon geschissen. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei dir, Francisco, für die schönen Sachen. Ja, vor allem über L'Oreal freue ich mich natürlich sehr. Da werde ich meiner Süßen gleich mal Bescheid sagen. Und dann freut sie sich bestimmt auch, ne? Ja, Naschzeug gibt es dann auch. Das werde ich mir wahrscheinlich für Samstag aufheben. Da habe ich ja immer diese späte Radiosendung. Das ist immer ganz geil, wenn man nebenbei was zu kauen hat. Und Nervenschokolade kommt sowieso derzeit gut, wie ihr gerade gehört habt. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß, was noch mir als nächstes schaut, ne? Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell.